Jetzt schauen wir uns das Neue an. Also wir haben jetzt die Kapazitäten wiederholt. Wir haben eine neue Schaltung gesehen, wie man mal große Kapazitäten simulieren kann. Und jetzt schauen wir uns ein neues Bauteil an, nämlich Induktivitäten oder Spulen. Also Spul ist das Wort für das Bauteil selber und Induktivität wieder dieser Überbegriff, genauso wie Kondensator den Bauteil meint und Kapazität irgendwie das abstrakte Verhalten beschreibt. Wenn ich irgendwie sage, gib mir mal die Spule, dann macht das irgendwie mehr Sinn, als wenn ich sage, gib mir mal die Induktivität, weil das ist halt irgendwie so ein abstraktes Ding. Aber wenn ich irgendwie hier davon rede, wie sich das verhält, mit welchen Formeln ich es beschreiben kann, dann ist das Wort Induktivität irgendwie angemessen, weil das eben mehr das Abstrakte beschreibt. Die Induktivität ist das sogenannte komplementäre Bauteil zur Kapazität. Das heißt, wenn ich eine komplette Beschreibung nehme von allem, was eine Kapazität macht, und ich vertausche überall Strom und Spannung, einfach diese Begriffe, dann habe ich eine Induktivität beschrieben. Das heißt, beim Kondensator haben wir gesagt, der Kondensator ist ein Bauteil, der Energie speichern kann. In dem Satz kommt das Wort Strom nicht vor, in dem Satz kommt das Wort Spannung nicht vor. Das heißt, wir nehmen es 1:1. Die Induktivität ist ein Bauteil, das elektrische Energie speichern und wieder abgeben kann. Und das zweite war, dass wir gesagt haben, der Kondensator möchte, dass die Spannung konstant wird. Und da haben wir jetzt Spannung, also tauschen wir Spannung mit dem Wort Strom. Und dann kommen wir, und sie tut das in einer Form, sodass der Strom möglichst konstant bleibt. Also das meine ich, wenn ich sage, es ist ein komplementäres Bauteil, dass ich die Beschreibung 1:1 nehmen kann von dem einen Bauteil, einfach Strom und Spannung austauschen kann als Begriffe und dann bin ich bei der Beschreibung von dem anderen Bauteil angelangt. So, und die Kenngröße von so einer Induktivität ist die Induktivität, genauso wie die Kenngröße der Kapazität die Kapazität ist. Das Formelzeichen ist L und die Einheit Henry. H. Und wir sehen, das ist genau die gleiche Formel von vorher, nur dass I und U vertauscht ist, weil das machen wir bei komplementären Bauteilen. Das heißt, jetzt kann ich sagen, die Spannung an einer Spule ist immer die Stromänderung, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, multipliziert mit der Induktivität von dieser Spule. Und wenn wir hier konstant irgendwie ein Ampere durchschicken und daran nichts ändern, haben wir keine Stromänderung, das heißt, das ist 0, 0 mal irgendeine Zahl ist 0, das heißt, wir haben keinen Spannungsabfall an der Spule. Wenn wir aber jetzt mal auf die Idee kommen, irgendwie, weiß ich nicht, wir haben da konstant 1 Ampere und dann heben wir das langsam an über den Zeitraum von einer Sekunde auf 2 Ampere, dann haben wir währenddessen eine Stromänderung von 1 Ampere pro Sekunde, dann nehmen wir diese Zahl 1, multiplizieren sie mit der Zahl L quasi in Henry und dann kommen wir auf die Spannung, die während dieser Zeitspanne abfällt an der Spule. Und wir können jetzt überlegen, wenn ich hier eine Quelle habe und die möchte da jetzt, schickt da Strom durch und dann möchte diese Quelle auf einmal mehr Strom durchschicken. Nicht? Dann wird sie ja quasi ihre Spannung erhöhen, wenn da jetzt vielleicht noch Widerstände oder so davor sind, sie wird mal ihre Spannung erhöhen, um mehr Strom durchzuschicken. Dann wird die Spule im Moment, es wird mehr Strom, aber ich soll doch machen, dass der Strom konstant bleibt. Also nehme ich die Energie, die ich gespeichert habe, und mache ein bisschen eine Spannung. Das heißt, ich erhöhe hier eingangsseitig die Spannung und dann kommt die Spule dem entgegen, erhöht auch ihre Spannung, sodass der Spannungsabfall an dem Widerstand oder was immer hier kleiner wird und das den Strom wieder kleiner macht. Also das ist die Art und Weise, wie jetzt die Spule eine Spannung verwenden kann, um einer äußeren Stromänderung entgegenzuwirken. Ja, genau, also was man nicht machen sollte mit einer Induktivität ist, dass man da einen großen Strom fließen hat und dann plötzlich den Stecker zieht. Weil, sagen wir haben da eine große Induktivität und wir haben da irgendwie, weiß ich nicht, so starterkabelmäßige Ströme und dann löse ich das auf einmal, dann habe ich hier ganz abrupt den Strom abgedreht. Und die Ableitung von einer abrupten Änderung ist natürlich eine gigantisch große Zahl. Und das mit vielleicht einer sehr großen Induktivität multipliziert, gibt uns eine große Spannung.
Und wenn die Spannungen groß genug werden, dann ist den elektrischen Phänomenen nicht mehr so wichtig, wo Metall ist, sondern dann reicht auch irgendwie Luft und es kann sich ein ionisierter Kanal ausbilden. Das nennt man dann einen Funken, der überfliegt, eine Funkenstrecke. Weidezaun. Ja, weiß. Sowas. Und wenn man irgendwie zum Beispiel Elektromagneten hat, man spielt sich mit Elektromagneten herum und hat dann ein Kabel, das geht zu einer Batterie und dann tut man den einschalten und dann schaltet man aus, indem man den Kabel weggeht, dann kann es gut sein, dass da mal ein kurzer Funke überspringt, während man versucht, diesen Kontakt zu lösen, weil das natürlich dann die Stelle wird mit dem größten Widerstand, wo der kleine Luftspalt ist. Nicht? Und am großen Widerstand fällt meine Spannung ab und wenn da irgendwie für einen kurzen Augenblick so der 1000 Volt Abfall an dem kleinen Luftspalt, dann fällt da halt ein Funken durch. Und wenn die Luft dann mal ionisiert ist, dann leitet sie erschreckend gut. Also, das ist hier jetzt nicht so tragisch, weil nicht so viel Energie gespeichert ist, das heißt nach kurzer Zeit ist es wieder vorbei. Aber wer schon mal mit einem Elektroschweißgerät gearbeitet hat, der weiß, ionisierte Luft leitet erstaunlich gut. Es ist an dem Prinzip sowohl die Kapazität als auch die Induktivität sind Energiespeicher. Ja, es sind beide Energiespeicher, Kapazität und Induktivität. Die Kapazität gibt die Energie ab, wenn man es kurzschließt, und die Induktivität gibt es ab, wenn man es aufmacht, sozusagen. Ja, also ich Vergleiche, die ich sehr gut finde, sind, wenn ich sage, eine Kapazität ist ein bisschen so, wie vielleicht eine Feder, die ich spannen kann oder komprimieren kann. Das hat einige Eigenschaften, so eine Feder, die ich komprimieren kann. Und eine Eigenschaft ist, ich kann die Feder komprimieren und dann so, wie sie ist, ins Regal legen. Und wenn das eine perfekte Feder ist, dann kann ich die nach einem Jahr nehmen und den Stöpsel ziehen und sie kommt mir entgegen. Also die kann quasi diese Energie halten, ohne dass was ist. Eine Induktivität ist mehr sowas wie ein Schwungrad. Und wenn ein Schwungrad einmal in Bewegung ist und ich habe die Absicht, so ein Schwungrad plötzlich zu bremsen und ich stecke da meinen Fuß rein oder so, dann werde ich da vielleicht eine unangenehme Überraschung erleben. Also das sind die besten Bilder in meinem Kopf. Dieses Schwungradmäßige, das hat für mich eine starke Korrelation mit, das möchte den Strom aufrechterhalten und eben diese Strom als Größe und diese die Bewegung des Schwungrades. Ja, wie bei den Kapazitäten haben wir aber das gleiche praktische Problem. Es gibt Induktivitäten nicht in beliebig großen Bauteilen. Also es gibt sie schon in beliebig großen Bauteilen, im Sinne von, die werden halt kühlschrankgroße Spulen, sowas gibt es. Aber es ist halt für uns, wenn wir Elektronik machen, unpraktisch. Nicht? Weil da wollen wir irgendwas haben, was man irgendwie auf eine Platine drauflöten kann und eben nicht umgekehrt, wie man das vorher gesagt hat. Also gibt es auch hier wieder, jetzt springe ich ein bisschen hin und her, es gibt auch hier wieder eine Schaltung, mit der wir beliebig große Induktivitäten simulieren können. Wir werden uns diese Schaltung aber erst nach den anderen Übungen hier anschauen. Gut, gibt es da noch Fragen soweit? Dann schauen wir uns unsere Übungen durch. So, das ist so ähnlich wie das letzte. Nur, weil wir gesagt haben, wir drehen alles um, ne? Jetzt, So. Du hörst mich noch. Ja? Du hörst mich noch. Ja. Wir haben das Grün gehabt, da ist das Grün. Ja. Weil er quietscht. Das ist der, der da war. Den hast du gebracht. Ja. War kein so geschickter Schachzug. So. Bringen wir dies da her. Zack. Ja, vor allem, weil das Mikrofon genau gut ist. Ah.
Es könnte schlimmer sein, ich könnte die ganze Zeit so mit dem Stift da drauf, wenn ich den Sachen zeige. Da ist es. Hopp, hopp, hopp. Gut, also das ist die Eingangsgröße und diesmal schauen wir uns eben den Strom an, der da hineinfließt. Und dann haben wir hier die zweite Linie, das ist die gesuchte. So. So. Habe ich mich verraten, weil ich so, was ich hier unten. Gut. Also, das gleiche Spielchen wie vorher. Wir haben gesagt, die Spannung an einer Spule ist proportional, da ist sie null, aber ich lass mich das doch entsprechend aufbauen. Also. die Spannung an der Spule ist proportional zu der Stromänderung und der Induktivität. Das heißt, hier in dem ersten Abschnitt ist der Strom was? Nichts Änderung. Ist nichts Änderung, er ist konstant, er ist unverändert, aber er ist nicht null. Also das ist schon wichtig, warum ich hier quasi bewusst was genommen habe, wir haben hier Strom, er ändert sich nur nicht. Das ist quasi die wichtige Eigenschaft. Wir müssen immer schauen auf die Änderung in dem Fall. Okay, wir haben keine Änderung. Das heißt, über die ersten beiden Zeitabschnitte hier ist die Spannung an der Spule 0. So, und jetzt haben wir hier eine Stromänderung. Und welche Spannung wird diese Stromänderung verursachen? Negativerweise die Spule dagegen zu arbeiten versucht. Ja, aber wie kann die Spule... Also, wir wählen diese Bezugssinne hier. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil sonst könnte man sagen, naja, wenn die Spannung auf der anderen Seite... wir wählen diese Bezugssinne hier. Und du sagst, wenn quasi dieser Strom hier größer wird, wird diese Spannung hier kleiner. Nein. Gut, dann sind wir auf einer Seite. Also wenn dieser Strom größer wird, wird diese Spannung hier größer, weil quasi die Spule der Quelle entgegenkommen möchte. Die Quelle macht einen größeren Spannungsabfall, an was immer hier drin ist, und erhöht damit den Strom, der quasi in diesem Kreislauf fließt. Und wenn jetzt die Spule ihrerseits die Spannung hier erhöht, kommt sie der Quelle entgegen, also der Spannungsabfall hier wird kleiner und was auch immer hier dazwischen ist, und darum wird hoffentlich weniger Strom fließen. Wenn man nicht irgendwelche Scherze hat, wie einen negativen Widerstand dazwischen. Also das, haben wir kurz darüber geredet, dass man negative Widerstände bauen kann. Gut, also wir sagen, es ist eine positive Spannung hier. So. Und jetzt sind wir bei 2 Ampere angelangt. Wir haben für einen Zeitschritt, für eine Sekunde, konstant 2 Ampere. Was heißt das für die Spannung an der Spule? 0. Genau. Jetzt gibt es wieder nichts zu tun. Das heißt, wir haben zwar gesagt, die Spule möchte den Strom konstant halten, aber sie hat nicht wirklich ein Gedächtnis, dass sie quasi irgendwie sagt, naja, aber da war es jetzt so lang 1 Ampere und jetzt ist 2 Ampere, wenn ich konstant halten möchte, ist ja gemeint, was jetzt die lange Zeit war, sondern die Spule schaut immer nur den jetzigen Augenblick an und sagt, wenn es quasi jetzt gerade keine Änderung gibt, brauche ich nichts tun. Und nur wenn es eine Änderung gibt, versucht es ein bisschen gegen diese Änderung zu kämpfen. Gut, und in diesem Zeitschritt hier sehen wir eine Änderung. Der Strom nimmt wieder ab. Das heißt, die Spule möchte, dass mehr Strom fließt, weil die Änderung jetzt negativ ist. Und wie macht die Spule das? Sie macht die Spannung negativ, genau. Und da sehen wir jetzt eigentlich etwas sehr Interessantes mit dieser negativen Spannung. Da ist es der Null natürlich. Da sehen wir zum ersten Mal ein Ding in einer Schaltung, wo ich in einer Schaltung eine Spannung habe, ein Potenzial habe, das nicht zwischen meinen Versorgungsspannungen ist. Nicht, sonst war es immer, wir haben irgendwie negativ vielleicht hier Ground und dann haben wir hier vielleicht 5 Volt. Und dann wissen wir, alles, was in unserer Schaltung passiert, jedes Potenzial an jedem Knoten, muss irgendwo in diesem Bereich Ground bis 5 Volt sein. Nicht, wenn ich eine Spule habe. Mit dieser Spule hier kann es sein, ich ändere hier den Strom, ich drehe den Strom ab und dann sagt die Spule, nein, ich will Strom und mache da eine negative Spannung
Und ich habe quasi hier 0 Volt, hier vielleicht 5 Volt vor diesem Widerstand oder was da ist. Und dann habe ich hier minus 1000 Volt. Weißt du, also es ist dann konjunktiv gezeichnet, man müsste es irgendwie andersrum zeichnen, aber das ist ja immer so mit, man versucht es nur so zu zeichnen, dass die Höhenspannungen höher sind. Also so etwas kann ich machen mit Spulen. Wir werden später noch sehen, ich glaube viel später, nach digitaler Elektronik, gibt es einen Block, da machen wir sowas Ähnliches mit Kapazitäten. Also es geht auch mit Kondensatoren, aber gerade dann, wenn man wirklich irgendwie was antreiben möchte mit diesen Spannungen, die da rauskommen, dann nimmt man das mit Spulen. Und so funktionieren zum Beispiel auch Netzteile, dass ich irgendwie eine Batterie habe, weiß ich nicht, ich habe eine Autobatterie zum Beispiel, die 12 Volt liefert und dann habe ich irgendwie so einen Kfz-Wechselrichter, mit dem ich meine 220 Volt Wechselstrom bekomme, dann können wir schon davon ausgehen, irgendwo da drinnen werden Spulen beteiligt sein, damit wir Spannungen erzeugen können, die außerhalb von dem liegen, was wir der Schaltung zuführen. Okay. Fragen zu dem? Was macht man da gegen eine Freilaufdiode? Ja, also wenn man das nicht möchte, macht man eine Freilaufdiode. Das heißt, also sagen wir, diese Spule hier wäre ein Elektromagnet, dann ist die Energiespeicherfunktion sozusagen etwas, was ich gar nicht möchte. Ich kann es mir halt nicht aussuchen. Und eine Spule macht das eben. Und jetzt schicke ich da Strom durch und dann hält das irgendein Metallteil in der Luft oder was auch immer. Dann drehe ich ab und dann habe ich eben genau das Problem, dass ich diesen negativen Spannungsspitze bekommen würde. Und was ich jetzt machen kann, ich kann da eine Diode einbauen, die in diese Richtung durchlässt. Das heißt, solange dieser Effekt der negativen Spannung nicht auftritt, sperrt diese Diode immer, weil sie leitet ja nur in diese Richtung. Würde aber jetzt hier eine negativere Spannung auftreten als hier, weil wir in diesem Bereich hier sind, wird die Diode leitend und dann fließt ein Strom im Kreis. Perpetuum mobile. Ja, es ist kein Perpetuum mobile. Warum ist es kein Perpetuum mobile? Weil ich einen Spannungsabfall an der Diode habe und Strom durch die Diode fließt. Und wenn durch etwas Strom fließt und ein Spannungsabfall da ist, dann habe ich eben in dem Fall eben eine ohmsche Verlustleistung. Das heißt, die Diode wird ein bisschen wärmer und die Energie, die in der Spule drin ist, wird an die Diode abgegeben. Ach, dann machen wir einfach einen Schalter statt der Diode und dann haben wir ein Ding, das die Energie für immer aufrechterhält. Ein Schalter statt der Diode? Ja, auch nicht. Aber wenn du einen Superleiter machst, kannst du lustige Sachen machen. Kannst du mal nachschauen, was eine Squid ist. Also so wie eine Krake. Das ist ein quantenmechanisches Device zum Messen von Magnetismus, wo du so Sachen machen kannst wie Ströme in Überlagerungen in beiden Richtungen gleichzeitig fließen. Und so. Und das geht auch ehrlich. Also, aber wenn du keine Supraleiter und so beteiligt hast und keine seltsamen Effekte. Kurz noch eine Frage zur, ja, Freilaufdiode. Theoretisch kann ich ja, wenn ich die Spule sozusagen stromlos mache, können ja mehrere tausend Volt auftreten. Genau, wenn du sie plötzlich stromlos machst. Muss die Diode dann die Sperrspannung vertragen von dem oder reicht da? Wenn die Diode drinnen ist, treten die 1000 Volt nicht auf. Weil so wie ich auf die 0,6 Volt komme, kann Strom fließen. Und das möchte ich nicht in die Sperrrichtung. Ja, das weiß ich eh. Aber das heißt, ich kann da durchaus eine billige Diode nehmen. Ja, ja, eine ganz, ganz billige Diode, weil obwohl da tausende Volt auftreten können, ist nicht viel Energie drin gespeichert. Diese großen Spannungen sind ja nur kurzfristig da. Und die Spule macht diese Spannungen ja nur, weil sie weiterhin möchte, dass Strom in diese Richtung durch sie durchfließt. Und in dem Fall kann sie das ja, weil durch die Diode kann ja dann Strom so im Kreis fließen. Es gibt also gar keinen Grund mehr für die Spule, eine noch größere Spannung zu erzeugen, weil dieses Kriterium erfüllt ist. Der Strom ist aufrecht gehalten. Aber das geht halt nicht sehr lange, weil solange die Spule eine Spannung erzeugt, gibt sie Energie ab und sehr schnell ist die gesamte Energie verbraucht. Hängt natürlich immer davon ab, wie schnell man das hier ein- und ausschaltet. Nicht? Also wenn man jetzt irgendwie einen, und wie groß diese Spule ist, nicht? Also wenn ich das irgendwas
Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen bei den Dingen, die die Autos anheben und nicht meine Art von elektrischen Systemen. Aber wenn ich irgendwie ein kleines Relais oder so habe und dann schalte ich das ab und zu ein und aus, dann kann ich eine ganz billige Diode nehmen. Wenn ich irgendwas habe, wo ich wirklich riesige Ströme habe und große Energien, brauche ich natürlich was Besseres. Oder wenn ich was habe, wo ich das tausende Male pro Sekunde mache, weil dann einfach die Diode immer wärmer und wärmer wird und irgendwann muss die Hitze hin. Also in den Datenblättern von Bauteilen, auch von Dioden, hat man oft eine maximale Leistung angegeben. Und diese maximale Leistung kann man durchaus als Durchschnittsleistung interpretieren, weil das Problem dort in 99% der Fälle, es mag eigentlich Ausnahmen geben, aber in 99% der Fälle ist es ein thermisches Problem. Der Bauteil kann halt maximal so viel Leistung thermisch an die Umgebung abgeben und damit kannst du das quasi mitteln über einen längeren Zeitraum. Und wenn du dann nur kurz ab und zu ein- und ausschaltest und kurz große Leistungen auftreten, aber dazwischen ist viel Platz, wo nichts passiert, ist das völlig okay. Ja, warum ich jetzt nicht mehr gefragt habe. Mikroprozessoren etc. haben ja auch Schutzdioden. Ja. Und da hört man aber immer wieder, dass die Schutzdioden dann sterben. Ja, aber die Schutzdioden sind Mikroprozessoren. Also einerseits hast du das Problem bei den Mikroprozessoren, dass diese Guardrings, die du um die Pads herum hast, auf den Halbleiterteil, wenn du dort Strompulse durchschickst, kann es sein, dass du im Chip einen Ledge abbekommst. Das heißt, du hast zwar einen kurzen Augenblick, wo du von außen was tust, aber damit bringst du die Elektronik im Chip in einen Zustand, dass Querströme fließen, die von der Versorgungsspannung gespeist werden und nicht von der Energie in deiner Spule. Und das Zweite ist, dass diese Dioden viel, viel weniger Leistung vertragen und viel weniger für das ausgelegt sind, als irgendeine Gleichrichtdiode oder so. Also das ist auch einfach, wenn du dir aus dem Bauteilsortiment so eine Gleichrichtdiode mal nimmst und die irgendwie gewaltsam öffnest und irgendwie schaust, die Menge Silizium, die da drinnen ist, steht schon in einem interessanten Verhältnis zu der Menge Silizium in einem Mikroprozessor, aber dort ist das gesamte Siliziumstück nur die Diode und beim Mikroprozessor hast du halt ein paar Millionen Transistoren und dann auch noch für jeden Pin so eine Schutzdiode. Und die Schutzdioden sind ja auch gegen statisch, also die gehen speziell bei statischer Elektrizität kaputt. Ne? Mhm. Also wenn du über, wobei auch nicht mehr, gell? Deine Theorie war mal, dass man in den 70er Jahren so viel Plastikzeug getragen hat. Ja. Das erklärt. Genau. Okay. Diese Schaltung simuliert jetzt eine RL-Schaltung. Also bevor eine RC-Schaltung gehabt habe, wo man sagt, naja, wenn ich ein großes C haben möchte, vielleicht kann ich einen Trick machen, wie ich das mit einem kleinen simulieren kann. Hier das Gleiche, ich habe hier eine Schaltung mit einem großen L und ich möchte jetzt einen Weg finden, das zu simulieren mit einer anderen Schaltung, mit einem kleinen C. Habe nicht die vorige Schaltung genommen und einfach den Kondensator gegen eine Spule austauscht. Würde das auch gehen? Das müsste ich mir durchdenken. Wenn ich dann einen Stromteiler mache, nein. Ja, weil dann sieht die Spule weniger Strom, oder? Das könnte sein, dass das geht. Aber dass es genau andersrum ist. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber es ist was ich gerne durchrechne in der Experimentiergruppe. Kommt ich denn nicht hin? Ja, dann musst du dazu bringen, dass er kommt, damit ich das durchrechne. Aber in der Regel, wenn ich einmal sage, ich habe quasi äußere Umstände, wo ich sowas machen kann, dann will ich billige Bauteile haben. Und auch eine kleine Spule ist teuer. Also was man immer versucht, ist, dass man dann zu einer Schaltung kommt, wo man den Effekt hat von einer Spule, aber mit einem Kondensator. Und das kostet einen Bruchteil von dem Geld. Die Schaltung, die wir vorher gehabt haben im letzten Block, die war ja nur sehr, sehr eingeschränkt hilfreich, weil man gesagt hat, in vielen Fällen
kann ich einfach hergehen und einfach so den Widerstand größer machen, den Kondensator kleiner machen. Die ist hier schon sinnvoller, weil ich hier wirklich einen Bauteiltyp durch einen anderen Bauteiltyp ersetze, der inhärent billiger ist. Wir werden dann in der Folge, nicht mehr heute, nicht mehr das nächste Mal, ich glaube das übernächste Mal, werden wir einen Schaltungstyp kennenlernen, der heißt Selden-Key-Filter. Da kann ich Filter aufbauen, die normalerweise solche Spulen drin haben, aber ich verwende nur Widerstände, Kondensatoren und Operationsverstärker und kann ganz, ganz großartige Filterschaltungen bauen, ohne eine einzige Spule einbauen zu müssen, weil die halt so furchtbar teuer sind. Furchtbar teuer. Man macht sie selber, dann sind sie zeitaufwendig. Naja, oder ungenau. Und also furchtbar teuer ist auch kreativ. Ja. Es ist halt ein langer Kupferdraht, der irgendwo aufgewickelt ist. Aber, aber wenn man irgendwie kann, dann versucht man eher Kondensatoren zu verwenden als Spulen. Und dafür ist diese Schaltung. Und wir haben eine ähnliche Bedingung wie vorher. Diese Bedingung, die habe ich übrigens erst heute in Skriptum eingebaut. Also wenn jemand eine ältere Version von dem Skriptum hat, dann hat er dieses R1 viel kleiner als R2 nicht drinnen stehen, aber das ist wichtig. Weil diese Äquivalenz nur stimmt oder mehrere stimmt, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Ansonsten ist diese Schaltung viel komplizierter zu beschreiben als nur das, weil wir dann quasi diese Schaltung haben, aber parallel mit einer RC-Schaltung, also parallel mit einem Widerstand einer Kondensator. Gut, also ich behaupte jetzt, diese Schaltung tut das, was eine Spule so tut. Und unsere Aufgabe ist, das jetzt zu erläutern an einem Beispiel. Und das Beispiel ist hier, dass R1 ein Ohm ist, R2 ein Kiloohm, also diese Bedingung ist erfüllt, das R2 ist viel größer. Und dementsprechend ist dann das die Spule hier, die wir haben wollen, ein Henry, also eine große, fette Spule. Und das C ist dann ein Millifarad, was immer noch ein vergleichsweise großer Kondensator ist, aber etwas, was so ein Bauteilsortiment haben und nicht außergewöhnlich exotisch ist. So, hat jemand einen Vorschlag, wie wir das am besten erklären können? Einen Tipp schon wieder, ne? Er gestikuliert in der Luft, ich glaube, er kommt ohne Tipp aus. Wir verwenden wieder diese virtuelle Ground-Annahme, wir alles rund ob Amp-Mal auf ein Spannungsniveau zusammenziehen. Mhm. Wir haben das Eingangsspannungsniveau und das Ausgangsspannungsniveau am R2 ist viel größer als R1, also fließt mal der Strom im Großen und Ganzen über R1 ab. Genau. Nachdem wir aber den Kondensator nur im, hier jetzt mal nicht ganz voll oder ganz leer, also nicht einen Spezifikationsrahmen schieben, kann er einen Strom mal aufnehmen. Mhm. Und der Strom teilt sich, solange das ein kleiner Kondensator ist, und wir den Strom gerade, und wir, so. Lass mich mal weiterreden. Der teilt sich im Großen und Ganzen im Verhältnis von R1 und R2 auf. Und damit ändert sich dann erst im Laufe der Zeit die Spannung von C entsprechend der Ladung der Spule nur eben abgeschwächt. Um dieses Verhältnis von R1 und R2. Je mehr Ladung jetzt dann im Laufe der Zeit in den Kondensator reinfließt, also je mehr der Kondensator geladen wird, desto mehr haben wir einen Spannungsoffset gegenüber Ground, um den sich das Ganze dann verschiebt und damit nein, haben wir nicht. Sorry, okay. Darf ich es anhand von dem machen? Ja. Okay. ich mache jetzt die Light-Variante.
wir spielen durch, ob das da stimmt. Und behaupten einfach, wenn das da mit dieser Schaltung funktioniert, dann wird es schon irgendwie passen im Großen und Ganzen. Cool ist mal anzunehmen, wir haben einen konstanten Strom. Genau, also wir schauen einfach mal, ob wir bei einem konstanten Strom das hinkriegen, dass der Ausgang quasi immer null ist. Und wir schauen uns diese linke Schaltung an und wir sagen, okay, wir schicken hier konstant 1 Ampere rein. Dann wissen wir, weil der Strom konstant ist, dass an L kein Spannungsabfall ist. Und wir wissen, wenn dieser Widerstand hier 1 Ohm ist, dass an dem 1 Volt abfällt. Und weil hier kein Abfall ist, heißt das, wir haben am Eingang 1 Ampere hinein, 1 Volt gegenüber Ground und am Ausgang haben wir 0 Volt gegenüber Ground. Und wir schauen, ob wir das Gleiche hier drüben hinkriegen. Also, wir legen den Eingang auf 1 Volt über Ground. Und dort lassen wir es konstant. Dann wird früher oder später dieser Kondensator einfach geladen sein auf 1 Volt. Und an diesem Widerstand keine Spannung abfallen, weil auch kein Strom fließt mit dem Zweig. Das heißt, dieser Punkt hier wird auf Ground liegen. Hier eine konstante Spannung von 1 Volt, ist da ausgenommen auf Ground. Und damit ist das auf Ground, ist das auf Ground, ist das auf Ground. Wir haben einen Spannungsabfall von 1 Volt an R1, nicht? Weil wir haben hier überall Ground, da haben wir 1 Volt Spannungsabfall hier und 1 Volt über 1 Ohm heißt 1 Ampere. Also zumindest in diesem Ausgangszustand von, wir schließen da am Eingang einfach 1 Volt an und dann ändern wir nichts mehr, das schaut gut aus. Warten, bis der Kondensator geladen ist? Naja, ich brauche irgendwie einen Initialzustand, weil das hätten wir genauso, nicht? Wir müssten da quasi auch am Anfang mal annehmen, dass die Spule den Anfangswert schon immer gesehen hat. Weil sonst würden wir gleich mit einem Sprung anfangen und das Gleiche machen wir eigentlich hier. Wir sagen quasi, am Anfang war hier 1 Volt und das war schon immer 1 Volt, also wir beginnen mit einem konstanten Zustand, weil wir das in beiden Fällen machen müssten, weil wir immer diese differenzierenden Anteile drinnen haben. Du betrachtest quasi den Zustand, in dem es sich das ist hat. Schon, aber natürlich haben wir da keinen eingeschwungenen Zustand, sondern ändern wir immer alle. Ja, aber hier ist alle Ewigkeit. Was links passiert ist. Genau, das haben wir passiert. Also das ist der erste Abschnitt. Da war es schon immer, genau, da war es schon immer 1 Ampere. Und jetzt ändert sich aber was. Das ist nicht ganz das Gleiche, weil wir hier quasi direkt in der Spule waren, da hat man diesen Widerstand nicht davor. Aber wir versuchen quasi dieses Bild hier an der Spule zu erzeugen und überlegen uns, was müssten wir hier machen, damit wir dieses Bild an der Spule erzeugen. Das ist nicht gerade geändert. Nein, das hat sich geändert. Laptop hat sich. Warum hat sich der Laptop ausgeschaltet? Weil ich so lange rede, ohne den auszuwarten. Okay. Er erinnert mich, ich bin schon zu lang bei diesem einen Beispiel. Gut. Also soweit scheint das mal zu passen, aber soweit ist es nicht schwierig, weil da hätte quasi nur der Widerstand auch schon getan. Nicht? Da hätten wir genau das gleiche Verhalten. So, jetzt wollen wir an der Spule den Strom ändern. Wir wollen den Strom langsam anheben von 1 Ampere auf 2 Ampere. Und wir erwarten uns gleichzeitig, dass es dann an der Spule diesen Sprung hier gibt. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier am Eingang was machen. Wir müssten von dem 1 Volt, den wir haben, müssten wir zunächst einmal auf 2 Volt springen und dann von dort quasi mit 1 Volt pro Sekunde weiter zunehmen. Weil hier haben wir auf einmal 1 Volt. Das heißt, nur um den Strom konstant zu halten, müssten wir schon mal auf 2 Volt springen, dann haben wir immer noch 1 Volt Spannungsabfall hier und dann 1 Volt hier. Und damit aber damit das aber passiert, dass hier dieser 1 Volt Sprung passiert, muss ich ja trotzdem jetzt noch anfangen, meinen Strom zu erhöhen. Das heißt, es reicht dann nicht, auf 2 Volt zu springen und dann zu warten, sondern ich muss da weitergehen. Da bin ich jetzt gerade geredet. Also du betrachtest jetzt quasi von unten nach oben, oder was? Du musst eigentlich die beiden... Mach mal deine Strom Stromquelle dran, dann ist es einfacher.
Wir haben dann eine Stromquelle, die hat immer ein Ampere geliefert. Jetzt fangen wir an, den Strom langsam zu erhöhen. Und wir schauen uns an, was macht das auf der linken Seite mit der Spannung, wir schauen uns mal auf der rechten Seite mit der Spannung. Und wir wissen, auf der rechten Seite werden wir dann quasi so einen Voltsprung sehen und auf der linken Seite wird irgendwas passieren, aber wir hoffen, es passiert hier und hier das Gleiche. Okay. Also, und hier, wenn wir jetzt quasi sagen, wir erhöhen hier den Strom jetzt sukzessive und gehen quasi innerhalb von einer Zeitspanne von einer Sekunde, von einem Ampere auf 2 Ampere, die Spule sieht diese Stromänderung und macht quasi dann automatisch mal einen Volt am Ausgang. Und die muss ich natürlich am Eingang mitgehen, damit ich immer noch quasi im ersten Zeitschritt mal dieses 1 Ampere fließen habe. Und dann gehe ich weiter. Okay, wir schauen mal an, was passiert hier, wenn ich meine Stromquelle habe. Und jetzt fange ich an, den Strom zu erhöhen. Sukzessive. Und ich erhöhe quasi um 1 Ampere pro Sekunde. Dann muss hier an diesem Widerstand die Spannung um 1 Volt pro Sekunde zunehmen. Weil das ist ja ein 1 Ohm Widerstand. Und damit ich jetzt hier quasi, wenn ich den Strom erhöhe von 1 Ampere auf 2 Ampere, erhöhe ich natürlich den Spannungsabfall an diesem Widerstand von 1 Volt auf 2 Volt. Was passiert, wenn ich den Spannungsabfall an diesem Widerstand von 1 Volt auf 2 Volt erhöhe? Naja, die Spannung an diesem Kondensator wird sich ändern. Und wenn ich jetzt die Spannung an dem Kondensator ändere, heißt das, durch diese Strecke hier fließt Strom. Wenn ich jetzt die Spannung an dem Kondensator ändere, um 1 Volt pro Sekunde, und dieser Kondensator hat 1 Millifarad, haben wir gesagt, da geht durch diesen Kondensator 1 Milliampere fließen. Jetzt fließt 1 Milliampere durch diesen Widerstand. Dieser Widerstand ist aber 1 Kiloohm. 1 Milliampere durch 1 Kiloohm macht 1 Volt. Das heißt, während wir hier die Erhöhung machen, während wir hier sukzessive mehr Strom durch diesen Widerstand durchschicken, fließt hier ein konstanter Strom von 1 Milliampere. Der macht, dass dieser Punkt jetzt 1 Volt über Ground ist. Natürlich macht dann der Op-Amp, dass dieser Punkt auch 1 Volt über Ground ist. Und damit haben wir diesen Effekt, dass dieser Eingang zunächst mal gleich mal 1 Volt springt, von 1 Volt auf 2 Volt und dann sukzessive zunimmt. Also wir sehen hier und hier das gleiche Bild für diese steigende Fackel. Wenn wir dann hier auf dem Bereich sind, wo der Strom konstant ist, haben wir exakt das gleiche Spielchen wie vorher, nur dass halt jetzt der Strom doppelt so groß ist, damit der Spannungsabfall an diesem Widerstand doppelt so groß ist. Aber nachdem die Spannung am Kondensator sich nicht ändert, fließt doch hier kein Strom, damit ist dieser Punkt auf Ground, damit ist der Ausgang auf Ground und wir haben genau das hier. Und hier beim Abfall haben wir genau das gleiche und umgedrehten Vorzeichen. Da sinkt jetzt die Spannung an dem Kondensator, das heißt, es fließt wieder ein Strom, aber in die andere Richtung. Und wenn dieser Strom jetzt in diese Richtung fließt, sinkt dieser Punkt 1 Volt gegenüber Ground und der Ausgang geht auf 1 Volt unter Ground. Also, wenn wir quasi diese verschiedenen Betriebsmodi hier anschauen, von ein konstanter Strom, ein anderer konstanter Strom oder eine konstante Stromänderung in der einen oder anderen Richtung, dann sehen wir hier immer das gleiche Bild auf der linken und auf der rechten Seite. Und zwar sowohl was die Ausgangsspannung angeht, die hätten wir auch hier gezeichnet, als auch was die Eingangsspannung angeht, die wir jetzt hier nicht gezeichnet haben, aber die wäre quasi hier konstant, vielleicht zeichne ich sie in einer anderen Farbe noch ein, wenn ich eine Farbe habe. So, also die wäre zunächst einmal konstant 1 Volt, weil wir diesen konstanten 1 Ampere Strom haben. Und hier hätten wir dann quasi den gleichen Sprung und ein sukzessives Erhöhen. So, dann hätten wir hier wieder einen Sprung. Wir hätten konstant die 2 Volt, solange die 2 Ampere fließen. Wir hätten dann diesen Sprung hier und einen konstanten Abfall während der Phase. Und da wieder den Rücksprung und dann werden wir wieder auf dem Originalzustand. Einfach nur, weil wenn der Ausgang diesen Sprung hier macht, dann, also dieser Punkt, der ändert sich schlagartig, dann muss ich das auf den Eingang... Quelle dran hast und quasi die gegen den R1 treiben muss. Also wir haben quasi eine Stromquelle am Anfang
Und die macht immer genau die Spannung, die sie gerade braucht. Und in dem Augenblick, wo der Ausgang um 1 Volt springt, muss auch der Eingang von der Stromquelle um 1 Volt springen, damit die Spannungsabfälle an diesem Widerstand oder an diesem Widerstand hier mal gleich bleiben. Das erklärt den Sprung. Und der Sprung hier wird natürlich herausgerufen durch diese Änderung hier. Also man sieht, dass da sehr viele Sachen irgendwie gemeinsam passieren. Nämlich, eigentlich müsste man sagen, die Änderung fängt quasi infinitesimal vor dem Sprung an. Und auf die Stromänderung oder auf die Spannungsänderung am Eingang reagiert die Spule mit dem Spannungssprung ihrerseits. Und den macht natürlich dann der Eingang wieder mit, weil sonst hätten wir eben ein ganz anderes Bild. Genau. Und das erklärt dann dieses etwas obskure Muster, was wir an der Eingangsspannung haben. Wichtig ist nur, wir haben dieses Muster in beiden Fällen. Wir haben das hier in der eigentlichen Schaltung, die wir simulieren wollen. Und wir haben das hier in der Schaltung, die das erfolgreich simuliert. Okay. Noch Fragen? Wird sowas tatsächlich eingesetzt? Also, ja. Und zu was für Grenzfrequenzen bringt man sowas? Also, weil das schaut nicht so aus, als ob das für HF auch geht. Ich weiß nicht, für welche Grenzfrequenzen man bringt. Man setzt es auf jeden Fall ein. Und in Audiofiltern und so hast du das auf jeden Fall. Und das wird auch auf jeden Fall noch im Megahertz-Bereich gehen, also Kurzwelle. Ob das für so Mittelwell-FM-Frequenzen funktioniert, das weiß ich nicht. Da ist es aber auch nicht so tragisch. UKW. Genau, UKW. Also so, das 66 MHz und das ist alles gut. Das ist aber nicht so tragisch, weil wenn du in diesen Frequenzen bist, brauchst du nur noch kleine Spulen. Die riesigen Spulen brauchst du dann, wenn du mit niedrigen Frequenzen arbeiten möchtest. Und darum ist das quasi eigentlich ganz glücklich, dass du quasi da einen Bereich hast, wo es eine gewisse Überlappung gibt. Da kannst du dann aussuchen, nimmst du das oder das. Und wenn du jetzt dann irgendwie hergehst und Filter für Videosignale, so ein paar hundert Megahertz machst, dann nimmst du halt so kleine Spulen und alles ist gut. Aber wenn du Filter für Audio machst, dann willst du eben nicht eine riesige Spule nehmen, sondern solche Sachen. In Mittelwellenempfängern nicht verwendet, da gibt es meines Wissens, eigentlich ist der Stand der Technik immer noch, also sei denn du hast Software-Defined Radio oder sowas, ja, aber die meisten Leute bauen das immer noch mit. Also ich kenne mich zu wenig aus mit Sendetechnik, aber ich nehme an, entweder hast du die Bereiche, wo du gerade wirklich mit Leistung zu tun hast, wo quasi nicht die Frequenz der limitierende Faktor ist, sondern die Leistung, was gerade bei Mittelwelle ja schnell erreicht ist, weil bei Mittelwelle musst du schon ordentlich reintreten, damit das irgendwo hinkommt. Dass irgendwas abgestrahlt ist. Genau. Oder das wäre quasi die Senderseite, oder du bist auf der Empfängerseite, wo du sehr, sehr wenig Rauschen haben möchtest. Und jeder Op-Amp rauscht. Das heißt, du möchtest zumindest auf der Eingangsstufe, möchtest du jetzt mal eher Sachen haben, die inhärent kein Rauschen haben. Und eben so ein Stück Draht, das um einen Ferriten gewickelt ist, ist auf jeden Fall vom Rauschen besser als sowas. Wäre die Induktivität selber nicht dann wieder eine Form von Antenne, die erst recht Rauschen aufnimmt? Antenne nicht, also du hast einen Schwingkreis typischerweise, das heißt, du versuchst die Antenne eh resonant zu kriegen. Nein, die Frage war eben so, weil du kannst ja mit einer Magnetantenne machen, nicht hier Zeitsender-Signal und so. Wenn ich eine kleine Spule habe, würde die ja wiederum auf wechselnde Magnetfelder reagieren. Aber normalerweise ist das eben ein Schwingkreis, der also wirklich auf eine Frequenz reagiert. Also es ist nicht so. Ja, ist ein Schwingkreis. Also es ist nicht so, dass quasi einmal eine kurze Änderung im elektromagnetischen Feld daherkommt und deine Magnetantenne sofort sagt, ah, da ist ein Signal, sondern es kommt eben eine Schwingung bei einer Frequenz und die sorgt dann dafür, dass sich eben eine Resonanzschwingung in deinem Schwingkreis aufbaut und das sehr langsam gemessen an der Frequenz von dem Ding. Natürlich noch immer noch schnell gemessen an dem, was du mit dem Auge beobachten kannst. Aber es ist eben nicht so, dass du eine kleine Änderung
im elektromagnetischen Feld hättest und sofort wird das rauskommen. Wenn sondern du das hast, hättest, dann hast du eine Sprungantwort, dann hast du das schon auch. Ja. Also wenn du auf eine Antenne so einen Klack draufhängst, dann kannst du das beobachten. Ja, aber es geht ja mehr um Rauschen, also es geht ja jetzt mehr um... Das heißt, man sich wirklich fragen, ob die Spule rauschunanfälliger ist oder ob man als der Op-Amp. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Op-Amp ist dann gut, wenn du bereits halbwegs starke Signale hast. Also wenn du jetzt, gehen wir vom Funken weg, wenn du irgendwie ein Mikrofon hast und du willst ein Audiosignal aufnehmen, dann hast du zuerst mal einen Mikrofonvorverstärker. Und da brauchst du irgendeine Art von aktiven Bauteil. Und dieses aktive Bauteil ist ein einziger Transistor. Also du versuchst das gesamte Verstärken mit einem einzigen Transistor zu machen, damit dein Rauschen minimal ist. Wenn du mehr Transistoren hast, und da machst du dann aus einem Signal, das halt futzi kleines, ein Signal, das irgendwie ein paar Millivolt groß ist. Und Millivolt ist immer noch klein, verglichen mit 5 Volt Signal oder sowas in Richtung, aber es ist schon ein sehr starkes Signal. Also das ist schon deutlich stärker als das, was der Op-Amp an Rauschen hat. Und dann kannst du eine zweite Verstärkerstufe machen, aus Op-Amps zum Beispiel, die dann eben auf einen großen Spannungsbereich haben, weil der Transistor, der ist zwar sehr, sehr rauscharm, aber er ist nicht frei von Verzerrungen, wenn du auf einen großen Spannungsbereich gehen möchtest. Solange du aber quasi nur auf ein paar Millivolt gehen möchtest, hast du eine sehr gute Linearität und die Linearität auf 0 bis 5 Volt zum Beispiel, dann, das macht dir dann eine Op-Amp-Schaltung. Und da nehme ich auch an, dass wenn ich ein Mittelwellenfunkgerät aufbaue und mir dann anschaue, was irgendwie in den Zwischenfrequenzen, macht man Zwischenfrequenzen bei Mittelwelle oder arbeitet man da gleich in der Frequenz? Ich glaube schon, ja, aber meistens halt oberhalb von dem. Das heißt, dann mischst du quasi rauf auf ein Megahertz oder so. Ja. Okay, also ich glaube, wenn du in den Signalpfad dann reinschaust, wirst du genügend Halbleiterbauteile sehen, ohne sowas aufgemacht zu haben. Und dann die Frage, wie alt ist es, weil Mittelwelle ist ja viel antiquarisch. Er kommt wieder. Weil ja, dadurch, dass es so antiquarisch ist, jetzt in Deutschland zum Beispiel Mittelwelle freigegeben worden ist für Funkamateure. Das heißt, wir haben plötzlich ist man drauf gekommen, man braucht C-Notfunk, nicht mehr Mittelwellenfrequenzen und so, und jetzt sind die alle frei geworden. Na gut, ich glaube, wir machen das. Rauschen vom Op-Amps kommt wirklich aus spontanen Übergängen zwischen den Leitern. Doch, aber halt. Das Rauschen kommt von. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Es ist sicherlich, dass das einfache Diodenrauschen ein Faktor, der da mitspielt. Aber okay,